Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wir sind auf dem Weg nach Kadara, mal wieder. Denn endlich nach, keine Ahnung, gefühlt über 50 Folgen sind wir wieder auf dem Weg, missionstechnisch. Und zwar die Feuerwehr. Das, was wir immer nach hinten stellen mussten, weil wir gewartet haben, dass wir hier irgendwann mal eine Antwort bekommen. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Ich glaube, mit dem Aufzug in die Slums müssen wir fahren. Das ist jetzt endlich erledigt. So. Das freut. Das freut. Und wir können bald wieder was bauen, glaube ich. Wir müssten genügend Ressourcen haben, um uns eine komplette Rüstung wieder, eine 5er oder sogar eine 6er Rüstung zu kaufen. Zu bauen natürlich. Kaufen ist ja nicht. Also ist schon, aber. Ne? So, dann gucken wir mal. An einem Stein hängen geblieben. Pathfinder, Sie haben verpasste Anrufe auf der Tempest. Schauen Sie bitte vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Jetzt nerven die einen schon überkommen. So. Ich warte, dass das umspringt jetzt. Okay. Es ist ein bisschen entfernt. Warum ist es da oben? Okay, ich reise mal hier hin und dann fahren wir mit der Nomad dahin. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Ja, stimmt. Videoanrufe haben wir ja nicht gemacht. Ah, fällt mir jetzt gerade auf. Aber ich wollte unbedingt die Mission machen. So. Ich guck mal, ob wir hier... Ich habe immer noch ein gutes Gefühl, was den Erstkontakt mit den Angara angeht. Ich hatte auf so etwas gehofft. Ihre Tech ist ziemlich ähnlich. Eigentlich schon fast langweilig. Ein ganzes Volk ist langweilig? Zwei Augen, Arme, Beine... Die Relikte hingegen kontrollieren ganze Planeten. Ja. Aber einer von denen, Gen. Tja, aber wir haben ja ein Relikt, ein umgebautes. Eine VI haben wir, ja. Ja, komm. Das muss das Versteck der Hacker sein, die Sam angegriffen haben. Tschüss. Vergessen Sie bitte alle nicht, dass diese Leute glauben, dass ihr Virus funktioniert hat. Sam ist weg und ich stehe auf ihrer Seite. So eine Täuschung ist schon was Feines. Ja. Nur über den Privatkanal, sobald wir drin sind, Sam. Okay. Na, jetzt wird's spannend. Oder aber die schalten ab, das weiß man nicht so genau. Huch. Willkommen in unserer Zuflucht. Ich bin Catherine Nye. Neid für meine Mitstreiter. Ich habe das Virus geschrieben, das sie von Sam befreit hat. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Es tut mir leid, dass Ihr Vater das getan hat. Der Einsatz von KI durch die Initiative könnte uns alle ins Verderben stürzen. Und Sie waren die Erste, die darunter leiden musste. Okay. Ich habe Ihrer Hilfe nicht zugestimmt. Ist Sam tot? Die Unterbrechung der Verbindung war überraschend. Sie hätten mich fragen können. Wie konnte ich sicher sein, dass Sie antworten und nicht Sam? Ich sah die Dummheit der Verschmelzung von Menschen und KI schon in der Milchstraße, bei einem Black Ops-Projekt namens Overlord. Es hat ein Monster erschaffen. Viele starben. Mein Sohn wurde verletzt. Und der junge Mann, den sie als Wirt benutzten, wurde aufgezehrt. Jeder Pathfinder riskiert dasselbe Schicksal. Okay. So etwas kann passieren? Ich habe noch nie von Overlord gehört. Ihr Vater auch nicht, vermute ich. Entschuldigen Sie mich, ich muss arbeiten. Oder haben Sie noch Fragen? Die hat uns hierher bestellt, jetzt will sie arbeiten. Wenn Sie Angst vor KI haben, warum sind Sie dann einer Organisation beigetreten, die Sie einsetzt? Wir brauchten eine Fluchtmöglichkeit. Und ich dachte, die Initiative würde lediglich kontrollierte KI zu Forschungszwecken einsetzen. Als ich es dann durchschaute. Naja, ein Feuerwehrmann rennt auch nicht vor dem Feuer weg. Okay. Was können Sie mir sonst noch über Projekt Overlord erzählen? Es war ein Black Ops-Experiment von wahnsinnigen Wissenschaftlern, die einen menschlichen Verstand mit einer synthetischen Intelligenz verschmelzen wollten. Ihre Schöpfung war schrecklich. Ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt, meinen Sohn da rauszuholen. Glauben Sie, die Pathfinder könnten von ihren KIs überwältigt werden? Schlimmer. Wenn die Initiative der Ansicht ist, dass die Mensch-KI-Verschmelzung funktioniert, könnte sie alle damit versorgen.
Stellen Sie sich Sams Möglichkeiten in der Hand von Personen vor, die dafür nicht bereit sind. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Danke. Und keine Sorge, dass Sam die Verbindung wiederherstellen könnte. Unser KI-Detektor ist immer aktiv. Das ist gut zu wissen. Das Virus war nur der Anfang. Ich werde dafür sorgen, dass die Initiative ihre Fehler nie mehr wiederholen kann. Pathfinder, es ist unwahrscheinlich, dass ein KI-Detektor unseren Privatkanal ortet. Das gilt aber nicht für ihren Scanner. Knight plant was Großes. Das ist nicht gut. Sie ist gefährlich. Wir müssen herausfinden, was vorgeht. Aber unauffällig. Okay, also ich darf nichts scannen. Zum Thema Flash Crash. Crash. Tausende von Aktienkursen waren über Nacht ein. Ungefähr 1,2 Millionen Privatkonten wurden wertlos. Verantwortlich dafür, so ergaben spätere Untersuchungen, war eine virtuelle Intelligenz, die für die Börse von Illium entwickelt und deren Bewusstsein illegal modifiziert worden war. Relative Pachis, eine führende Whitehead-Hackerin bei der Bank von Nos Astra, sagte aus, dass derartige VIs immer häufiger zum Einsatz kommen. Sie treffen innerhalb von Millisekunden Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Citadel-Gebiet haben und oft auf Meldungen basieren, die jeder nicht-synthetische Börsenmakler aus Erfahrung ignorieren würde. Soweit die VI weiß, schiebt sie nur Zahlen umher, so Tipagis, und findet das möglicherweise auf eine Art und Weise erfüllend, die organische Lebensformen nicht nachvollziehen können. Aber für uns kann eine Dezimalstelle den Unterschied zwischen Reichtum und Ruin bedeuten. Ich speichere mal hier ab, wenn das Scannen vielleicht ein Problem darstellen sollte. Mein Scanner hat den KI-Detektor ausgelöst. Ich kann das als Fehler tarnen. Aber wenn es nochmal passiert, könnte es Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, um herauszufinden, was Knight vorhat, falls sie uns genug Zeit lässt. Wartet mal kurz. Ich lade mal ganz kurz. Also, es ist so wie gedacht. Also, ich darf den Scanner nicht einsetzen. Das machen wir jetzt einmal. Und wehe, die Mission ist jetzt hier, ne? Okay, war abgespeichert. Super. So, dann gehen wir einfach mal hier. Sieht aus wie Knights persönliche Konsole. Sam, kommst du rein? Ja, aber mein Zugriff wird den KI-Detektor auslösen. Sie haben nur eine Chance. Okay. Dann warten wir damit, bis wir wissen, was wir suchen. Hallo Knight, danke für die Eliza-Daten. Es ist total offensichtlich, wenn man einen Vergleich anstellt. Die Geth, die Sams, alle unsere Daten zeigen, dass aktive KIs ein elektromagnetisches Muster erzeugen, das sich orten lässt. Es ähnelt der Hirnaktivität bei organischem Leben, verschieden aber als Signatur eindeutig. Ich habe es sogar mit einer einfachen VI verglichen, nicht mal annähernd. So, genug gequasselt. Die Antwort lautet ja. Wir brauchen nur Sensoren für das EM-Muster einer KI, die in der Nähe in Betrieb ist oder mit einem Pathfinder-Implantat reagiert. Und schon haben wir einen Detektor, ein Kinderspiel. Wie läuft es mit dem Virus? Aha. Warum soll ich die jetzt fokussieren? Das ist doch nicht das Ding, was wir brauchen, ne? In der Sensorgalerie im Kitor-Bezirk konnte ich eine Kammer betreten und künstlich Regen so wahrnehmen wie ein Turianer. In anderen Kammern konnte ich riechen wie ein Elkor oder hören wie ein Drell. Aber es gab keine Kammer, in der ich denken konnte wie eine künstliche Intelligenz. Versuchen Sie es mal. Stellen Sie sich vor, Sie wären doppelt oder dreimal so intelligent wie jetzt. Wahrscheinlich würden Sie damit bei Ihrer Spezies bereits als Genie gelten. Und jetzt machen Sie weiter. 10-mal, 20-mal. Das ist zu viel für Ihre Vorstellungskraft, richtig? Und dabei sind Sie immer noch nicht so intelligent wie eine KI. Stellen Sie sich jetzt vor, wie anders so eine Person die Welt wahrnehmen und interpretieren würde, verglichen damit, wie sie sich begreifen. Überlegen Sie, wie anders ein Sonett wäre oder ein Sonnenuntergang, und dann fragen Sie sich, was so ein Verstand von unserer Moral halten würde, vom Wert organischen Lebens. Meine Laborpartner haben sich tausende von Lichtjahren von hier entfernt entwickelt, aber täuschen Sie sich nicht, wirklich fremdartig ist nun das Leben auf unseren Servern. Heißt das, wir müssten doch rein theoretisch nur den Scanner stören, oder? Wartet mal, ich speichere mal wieder ab. Sicher, sicher. Hier ist Alain. Alain, Alain. Alain, allein. Okay. Sie müssen Ryder sein. Elaine, meine Mutter hat hier das Sagen. Aber Sie sind eine Berühmtheit. Ich kann Sie leider nicht herumführen. Ich sitze hier noch ein paar Stunden fest. Warum? Stimmt etwas nicht? Ich bin okay. Aber das gute, alte Projekt Overlord macht mir immer noch zu schaffen. Wenn Mama... Nein, darüber kann ich nicht sprechen. Brauchen Sie etwas? Ja, was denn? Können
Können Sie mir etwas über Projekt Overlord erzählen? Black Ops-Typen wollten einen VI-Mensch-Hybriden bauen. Sie haben meine Mutter als Programmiererin dazugeholt. Mir haben sie gesagt, ich sei ein Kandidat für den Part des Menschen. Und hey, es war ja nicht so, dass mein Körper besonders nett zu mir gewesen wäre. Aber meine Implantate wurden gehackt und Mama sagte, wir gehen. Ich hatte Glück. Overlord ging ziemlich schnell den Bach runter. Dürfte ich Sie fragen, warum Sie all diese Maschinen brauchen? Ich hatte eine schwere Infektion des Nervensystems. Ich habe Wirbelsäulenimplantate, damit ich gehen kann und, Sie wissen schon, Toilettenverrichtungen. Aber als meine Mutter an Projekt Overlord arbeitete, wurden meine Implantate gehackt. Sie funktionieren noch. Ich muss sie nur jeden Tag ein paar Stunden synchronisieren. Okay. Ihre Mutter scheint Pläne zu haben. Mama hat immer Pläne. Im Moment einen ziemlich großen. Mehr können Sie mir nicht sagen? Ich würde ja, aber Sie sind gerade erst angekommen. Eins habe ich auf die harte Tour gelernt. Vertrauen muss man sich verdienen. Das stimmt. Ich muss gehen. Sie wissen, wo Sie mich finden. Dann verdienen wir doch ein bisschen... Pathfinder, ich glaube, wir können Elaines Implantate reparieren. Ich habe Pläne für ein entsprechendes Gerät. Das erfordert allerdings Zeit und Ressourcen. Oder ich fange an zu scannen. Aber das ist riskant. Oh, willkommen. Ich bin Laveria. Ich bin so froh, dass Knights Virus funktioniert hat. Brauchen Sie irgendwas? Es ist eine Erleichterung, frei zu sein, aber so schlimm war Sam gar nicht. Jede KI ist anders. Kein Geth, der die Citadel angegriffen hat, hat die anderen daran gehindert, meinen kleinen Schwestern weh zu tun. Es tut mir leid. Sam hätte es auch leid getan. Wirklich? Hätte es das? Naja, danke. Ja, ich glaube ja. Warum haben Sie sich Knights Bewegung angeschlossen? Ich weiß schon. Ich? Eine Untergrundhackerin? Zu Hause auf der Citadel war ich Concierge. Ich habe Spiele für meine kleinen Schwestern programmiert. Sie haben zusammen gespielt, sind zusammen zur Schule gegangen. Und als die Geth-Maschinen die Citadel angriffen, haben die Geth sie gepfählt. Zusammen. Oh, verdammt. Das ist schrecklich. Darum bin ich nach Andromeda gegangen. Und darum habe ich mich Knight angeschlossen. Es klingt, als wolle Knight der Sache eine ganz neue Dimension verleihen. Oh ja, und schon sehr bald. Hat sie Ihnen etwas darüber erzählt? Nicht viel. Ihr Sohn Elaine weiß mehr darüber. Okay, dann müssen wir sein Vertrauen gewinnen, ne? Bis später, Laveria. Bis dann. Sie können jederzeit vorbeikommen. Ich verstehe. Ist sicher nicht leicht, sowas zu hören, Sam. Diese KIs sind das Produkt einer anderen Zivilisation. Unsere wird auf organisch-synthetischer Partnerschaft basieren. Ich bin die Brücke zwischen den mühsam errungenen Lektionen der Vergangenheit und der Aussicht auf eine Zukunft. Wir müssten jetzt rein theoretisch irgendwo ein Terminal finden. Wir probieren es mal. Wir müssen erst sicher sein, wonach wir suchen. Okay. Wir brauchen eine Art Terminal, wo wir bauen können. Das Dumme ist aber... Upsala. Achso, das Datenpad hatten wir ja. Das Dumme ist aber, wir können nicht immer ständig hier hin und her reisen. Ich müsste jetzt zur Tempest... Ich müsste jetzt schnell zur Tempest, um die Dinger zu produzieren. Was wir jetzt auch schnell mal tun. Komm, das machen wir mal. So, das ist immer noch nicht überspringbar. Dann müssen wir diese Bio... Ne, die müssen wir dann produzieren. Die Implantate. Und dann könnten wir sie ersetzen. Und wenn wir sie ersetzt haben, dann bräuchte er nicht ständig da hin und her sitzen. Und, die Frage ist, wie kriegt man überzeugt? So, bauen. Gil ist
bereit, mit ihm über den CAT-Transmitter zu sprechen. Ich will jetzt kein CAT... Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Das ist alles schick. Wir wollen Entwicklung. Wo ist das, was wir brauchen? Wir brauchen doch irgendwas... Da, genau, die kinetischen Implantate. Geschehen an Allen Knights, genau. Das produzieren wir. So, damit hätten wir die nämlich. Brauchen wir davon zwei? Nein, ne? So, dann können wir gleich nochmal hier gucken. Sturmgewehr Avenger. Welche haben wir denn jetzt gerade aktiv? Ist die hier irgendwo? Nee, ist nicht markiert. Aber es fehlt doch Eisen, wie ich gerade sehe. Und wie sieht es mit den Ausrüstungen aus? Pathfinder Helm 5. Eisen fehlt. Ah. Können wir eine Brust 5? Nee, wird noch schlimmer. Beine 5. Eisen. Wir brauchen unbedingt Eisen. Aber... Wir haben ja hier noch alle Belohnungen einsammeln. Mineralien, Material. Guck mal, kriegen wir Eisen? Auf alle Fälle Kettlegierung, aber in Massen. Ah, Mist. So, scannen können wir, wie gesagt, nicht. Wir machen es auf die altmodische Art und Weise. Hier passiert nichts, ne? Das triggert, okay. Gut, dann gehen wir jetzt schnell wieder runter, weil wir haben jetzt die Implantate. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Das ist schön. Wenn wir hier leben wollen, jetzt im Orbit von Kate. Es wäre jetzt so schön gewesen, muss ich mal ehrlich sagen, wenn wir einfach gesagt hätten, ja, schickt mal runter. Und dann hätten wir uns wesentlich irgendwo abholen müssen. Aber dass wir jetzt komplett auf Schiff und wieder zurück, nur damit wir diese Mission erfolgreich abschließen können. Oh. Ja, ja. Aber ich glaube, wir kriegen das doch hin. Komm. Vielleicht kriegen wir sie ja alle überzeugt, dass das alles überhaupt nicht so schlimm ist, wie die denken. So, runter die Slums. Dann müssen wir, ja, dann müssen wir schnell dann porten. Und wenn wir geportet sind, schnell mit dem Auto nochmal rüber. Und dann sind wir da, dann geben wir ihm dann seine Implantate. Und dann sollte das eigentlich schon genug vertrauenserweckende Sachen sein. Nun komm. Bam, 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 bam. So, wir müssen einmal jetzt, oh, wieder der Stein hier. Jetzt müssen wir einmal schnell ruhig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Dieses Spiel, das drängelt gerade ein bisschen. So. Wir machen wieder eine Schnellreise hier oben hin. So. Nein. Und dann können wir irgendwann das hoffentlich abschließen. Ach, wir müssen ja hier noch gegen den Dicken, ne? Gegen den ganz Großen müssen wir hier noch kämpfen. Weil hier wird bestimmt ein Architekt doch dabei sein. Ich habe sie im Kampf beobachtet. Sie trinken vorher wohl immer jede Menge Zielwasser. Weshalb sollte ich? Das führt doch nur dazu, dass die Blase zwickt und man aufs Klo muss, wenn es gerade gar nicht passt. So, weiter. Das hoch hier. Nun komm. Ui, stehen bleiben. Okay, aber abgeparkt. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, mein Freund. Elaine, ich habe hier etwas, das die Sache mit ihren Implantaten in Ordnung bringen sollte. Im Ernst? Ja. Ja. Ich spüre, wie meine Nerven aufwachen. Wenn Merkur läuft, wird Mama deswegen ausflippen. Danke. Gern geschehen, Elaine. Okay. Ich muss gehen. Nochmals danke. Merkur? Klingt wie ein Codename für das, was Knight vorhat. Dadurch kann ich alle relevanten Daten schnell finden. Warte mal. Suchen wir Knights Konsole und finden wir heraus, was sie vorhat. Na, jetzt bin ich ja gespannt.
Sicherheitsprotokolle gehackt. Ruf alles mit dem Vermerk Merkur auf. Dateien gefunden. Merkur. Ein Schlag zur Verhinderung künftiger KI durch Zerstörung sämtlicher Quantencomputer auf der Nexus. Verdammt! Man könnte diese Computer zwar zur Herstellung von KI einsetzen, aber im Moment steuern sie die halbe Station. Viele könnten sterben. Wir müssen Knight aufhalten. Sofort. Aber unauffällig, okay? Okay, sind die Sachen jetzt alle hier? Oder wo sind die? Ich gehe mal kurz vor die Tür. Wo sind die jetzt? Lass mich raten, die sind auf der Nexus, oder? Die sind auf der Nexus. Ach, du heiliger Harry. Ja, ich glaube, dann wird die nächste Folge... die nächste Folge wird dann nochmal davon handeln, oder? Ach was, warte mal, wir machen... Komm, das muss doch schnell gehen. Komm her. Ah nee, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall auf der Nexus. Deswegen schon mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge auf der Nexus. Euer Firefox.